9 Jahre nach der Diagnose hört er endlich auf sein Herz. Diese Angst kommt immer hin und wieder mal, die schwellt denn so mit. Mein Name ist Thorsten Wendt, ich bin 53 Jahre alt und habe Herzschwäche. Wie rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland. Typische Symptome: Atemnot, Erschöpfung und Leistungsabfall. Mein Vater selber ist mit 34 Jahren gestorben an einer Herzschwäche. Sein Vater eben auch. Und das ist so ein Bann auf der Familie, den ich gerne brechen möchte. Die Hürde? Hier mal ein Sweetie, da mal ein Sweetie. Oder ein süßes Getränk, das ist egal. Hauptsache, es gibt den Kick. Thorsten ist eine absolute Naschkatze, ja. Besonders abends vor dem Fernseher, da wird dann alles Mögliche noch mal rausgeholt, was man so im Schrank hat. Ernährungsdoc Matthias Riedel macht sich Sorgen. 137 cm Bauchumfang, 135 Kilo. Das Übergewicht belastet Thorsten Wendts Herz. Welche Beschwerden merken Sie im Alltag? Also ich bin oft müde und habe nicht die Konditionen, die ich mir wünsche. Und wenn Sie spazieren gehen, wie sieht das da aus? Da gibt es schon oft Situationen, in denen ich verharren muss. Mhm. Ich gucke mir dann zwar mal schön die Aussicht an, aber das ist nicht der wirklich wahre Grund, warum ich das tue. Das ist ja nicht so schön, ne? Nee, also es ist beängstigend, wenn ich mir das wirklich eingestehe. Ja, hilflos. Ich fühle mich hilflos in den Momenten, weil ich die Situation nicht einfach so ändern kann. Und wie war die letzte Kontrolle beim Kardiologen ausgefallen? Eher ungünstig, mit sehr ermahnenden Worten. Bei Thorsten Wendt schreitet die Herzschwäche gefährlich voran. Wie ist der aktuelle Stand? Sein Kardiologe Frank Krümel kontrolliert mit einer Echokardiographie, einer Ultraschalluntersuchung des Herzens, die Pumpfunktion. Also die Pumpfunktion ist jetzt deutlich eingeschränkt. Bei Ihnen liegt die bei 36%. Mhm. Normalwert ist sowas um 55%. Das heißt also, bei Ihnen ist die Pumpfunktion schon mittelgradig eingeschränkt, kurz vor einer hochgradigen Einschränkung. Oh je. Also wenn es schlechter wird, die Pumpfunktion, dann ist es wirklich so, dass auch das Risiko für einen plötzlichen Herztod steigt. Mhm. Und das kriegen wir derzeit nur so behandelt, dass man so eine Art Herzschrittmacher implantiert, ein sogenannter Defibrillator. Nee, das möchte ich aber abwenden. Als erstes muss Thorsten Wendt dringend abnehmen. Matthias Riedel erklärt ihm, warum das so wichtig ist. Okay. Das Herz muss den Körper mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Und wenn Sie 50% mehr wiegen, hat das Herz auch 50% mehr zu leisten. Und diese Belastung setzt natürlich dem schwachen Herzen noch mal extra zu. Deshalb ist es wichtig, das Gewicht zu reduzieren. Und das entlastet dann dramatisch auch das Herz. Okay, das leuchtet ein. Aber beim Abnehmen muss er eines beachten. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass bei einer radikalen Gewichtsreduktion es vorübergehend zu einer stärkeren Verfettung des Herzens kommen kann, das die Herzleistung beeinträchtigen kann. Das klingt ja fast erschreckend. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie die Gewichtsreduktion nicht zu radikal durchführen. Sie wollen die Herzleistung nicht beeinflussen. Was bedeutet denn nicht zu radikal? Also wir sollten zumindest im Vierteljahr nicht über 20 Kilo kommen. Okay, das verstehe ich. Als Grundlage für die Ernährungsstrategie soll Thorsten Wendt eine Woche lang Protokoll führen. Aufschreiben, was er wann isst und trinkt. Jeder Mensch macht andere Fehler und hat eigene Vorlieben. Deshalb ist das Ernährungsprotokoll so wichtig, damit wir den individuellen Weg erarbeiten können. Ernährungsdoc Matthias Riedel auf Hausbesuch in der Lüneburger Heide bei Thorsten Wendt. Seine Frau Dorle will ihren Mann unterstützen und macht bei der Ernährungsumstellung mit. Thorsten Wendt hat schon mal mit einer eigenen Idee losgelegt. Ich habe schon mal angefangen mit dem Intervallfasten. Intervallfasten finde ich super, ja. Aber Sie setzen das noch nicht so richtig um. Ups. Im Ernährungsprotokoll kann ich sehen, dass Sie zwischen den Hauptmahlzeiten noch so 2, 3 Zwischenmahlzeiten haben. Und die sind ein Problem. Okay. Das ist ein schönes Beispiel hier. Da haben Sie
Mittags 200 Gramm Kartoffelsalat und ein Wiener Würstchen. Und das hat sie offensichtlich so wenig satt gemacht, dass sie nach einer Stunde schon 4 Gummibärchen, einen halben Berliner und ein halbes Mandel hat zu essen. Ja. Und das ist kein Intervallfasten. Erwischt. Erwischt, genau. Der Grund für diese Hungerattacken? In ihrem Protokoll können wir eindeutig sehen, dass sie zu wenig Eiweiß zu sich nehmen. Ich habe immer gedacht, das liegt in den Kohlenhydraten, dass die so lange die Energie geben. Nein. Genau. Ah. Andersrum. Kohlenhydrate runter, Eiweiß etwas hoch, dann sind sie satt und halten die Pausen aus. Ah, okay. Gut zu wissen. Zur Eiweißauswahl stehen Nüsse, Hülsenfrüchte, Eier, Milchprodukte, Fisch sowie Fleisch. Am besten kombiniert mit herzgesunden Lebensmitteln. Mehr Infos dazu finden Sie bei den Ernährungsdocs im Internet. Ab jetzt neben den 16 Stunden Pause in der Nacht 2 Mahlzeiten nur am Tag und keine Snacks. Okay. Sein Ernährungsprotokoll zeigt zudem zu viel Brot, Süßes und zu viele gesüßte Getränke. Was mir besonders auffällt in Ihrem Ernährungsprotokoll, das sind die Bonbons. Wie kommt denn das? Ja, die sind immer gut mit dabei zu haben. Im Auto, in der Jackentasche oder ähnlichen. Und wie ist es bei Ihnen mit Süßigkeiten? Die Schokolade muss sein, aber ich denke, mein Mann, der greift eher zu Bonbons und Gummibärchen. Ich bin der Spezialisierte. Nun müssen Sie beide tapfer sein. Und jetzt kommt die große Herausforderung für Sie. 4 Wochen Zuckerfasten. Oha, oh ja. Das wird hart. Ja. In diesen 4 Wochen keine Süßigkeiten, keine Süßgetränke, kein gesüßter Tee, kein gesüßter Kaffee, kein Kuchen, okay. Und auch keine Nahrungsmittel mit Süßstoff. Okay. Okay, abgemacht? Abgemacht. Thorsten Wendt muss bei seinem Kardiologen noch einen Belastungstest machen. Der zeigt, wie gut sein Herz mit körperlicher Anstrengung klarkommt. Also, 200 Watt haben Sie geschafft. Das ist schon mal ganz ordentlich. Okay. Anhand dieses Ergebnisses haben die Ärzte für Thorsten Wendt einen Trainingsplan erstellt. Das Ziel ist es, 5-mal die Woche 30 Minuten Sport zu machen. Egal, ob jetzt Rudern, Fahrradfahren oder Schwimmen. Mhm. Hauptsache, Sie fangen gleich an. Wir wissen nämlich aus Studien, dass man die Herzleistung um 10-25% steigern kann durch regelmäßiges Training. Ich habe große Lust, das zu machen, weil mir jetzt auch wirklich bewusst ist, wie wichtig das ist. Zuckerfasten, und zwar einen Monat lang, 30 Tage. Das war erstmal ganz schön erschreckt. Oh Gott, wie soll das denn alles funktionieren? Und die ersten 3 Tage, die waren tatsächlich auch sehr trist. Das ist wie aufhören mit Rauchen. Das ist genau das Gleiche. Zwischendurch wollte ich die Tapete von den Wänden fressen. Denn es gibt ja viele kleine Gefahrenstellen im Alltag, zum Beispiel in den Büros bei uns. Meine Herren, was lagert ihr denn hier alles? Am guten das Beste. Oh, oh. Es wird nicht besser. Naja, das sind die täglichen Hindernisse, die ich zu umwinden habe. Jetzt habe ich mal ein Foto gemacht heute, was es bei uns auf der Arbeit so zu essen gibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da rennst du andauernd dran vorbei und schaffst das wirklich, nichts davon zu nehmen? Das habe ich geschafft. Die ganze Zeit? Ja. Sehr gut. Thorsten und Dorle Wendt halten durch, mit kleinen Ausnahmen. Ich bin auch nicht päpstlicher als der Papst. Es gab 2 Ereignisse in diesen 30 Tagen. Da habe ich gesündigt. Ein kleines Stück werde ich heute mal probieren, denn ich habe Geburtstag. Und ungefähr eine Woche später hatte unser Patenkind Konfirmation. Darüber hält er auch Ernährungsdoc Matthias Riedel auf dem Laufenden. Jetzt, die Situation ist so, dass ich mir gar nicht so unbedingt vorstellen kann, damit aufzuhören, weil ich mich wirklich dran gewöhnt habe. Die Kilos purzeln und das
motiviert mich wirklich sehr, dieses Projekt so weiter durchzuziehen. Seit 4 Monaten achtet er nun auf seinen Zuckerkonsum, gönnt sich nur zu gewissen Anlässen etwas und dann bewusst. Wenn wir sonntags Fahrrad fahren oder ähnliches, so eine große Runde gemacht haben, dann gibt es auch mal eine Kugel Eis. Ich bin jetzt da nicht ein 100-prozentiger Verweigerer oder Extremist. Also das Leben hat da auch noch süße Momente, aber eben Momente und nicht Dauerphasen. Um weiter abzunehmen, fastet er im Intervall, isst nur 2 Mahlzeiten am Tag, spätes Frühstück und Abendbrot. 16 Stunden Pause zu machen, klingt schlimmer als es ist, wenn man ein bisschen geschickt plant. Das ist dabei ganz wichtig. Und es wirkt. Das Intervallfasten in Kombination mit dem Zuckerfasten hat bei mir die Kilos richtig zum Purzeln gebracht. Also richtig kontinuierlich, sichtbar und verlässlich. Der ist sehr gut damit klargekommen, habe ich mich gewundert. Wenn Thorsten ein Projekt hat, dann zieht er das auch durch. Also das kriegt er gut hin. Auch Dorle Wendt profitiert von der Ernährungsumstellung. Sie arbeitet als Gärtnerin und leidet unter Arthrose in Händen, Schultern und Knien. Sie verzichtet jetzt auf Schweinefleisch und setzt auf antientzündliche Gewürze und Hagebuttenpulver. Also die Arthrose, die dicken Gelenke sind natürlich noch so, wie sie sind. Aber die Schmerzen sind deutlich besser geworden. Mir tun ja die Schultern weh und die Knie. Also das war schon sehr schmerzhaft bei der Arbeit auch immer. Aber das hat sich deutlich gebessert. Wegen seiner Herzschwäche soll Thorsten Wendt 5-mal die Woche Sport machen. Jetzt im Sommer walkt er 5 Kilometer in seiner Heimat, der Lüneburger Heide. Ja, der geht sehr viel mit dem Hund. Der Hund hat schon gar keine Lust mehr, so viele Runden zu drehen. Bei ihm hat's Klick gemacht, würde ich sagen. Weil ansonsten die Konsequenzen für mich ja auch ernst werden. Also das Tuch wedelt ja auch immer so im Hinterkopf mit, dass ich ihm auch verhindern will, Einbaugeräte für mein Herz zu bekommen oder ähnliches. Und dafür ist das Leben einfach zu schön, als es mit solchen Dingen zu verbringen. Weniger Kilos, mehr Sport. Wird sein Herz dadurch belastbarer? Seit 6 Monaten fastet Thorsten Wendt und macht mehr Sport. Um sein schwaches Herz zu entlasten, sollte er abnehmen. Wie ist das gelaufen? Im Ernährungsprotokoll sehe ich, dass Sie das Intervallfasten schon fast gut umgesetzt haben. Da ist dann doch schon noch mal eine Zwischenmahlzeit von Apfel und 4 Pflaumen dabei. Wenn man das noch optimiert, kriegt man noch mehr Turbo rein. Ich kenne es ja selber, wenn man ganz genau in den Regeln unterwegs ist, dann ist das ja im wahrsten Sinne des Wortes der reinste Burner. Ja, es funktioniert. Das zeigen auch die Fakten. Sie haben geniale 18 cm Bauchumfang verloren. Ui. Und 13 Kilo abgenommen. Mhm. Und in der Kurve sehe ich, dass Sie erst sehr zügig abgenommen haben. Dann ist so eine kleine Bodenbildung dabei. Und jetzt ist es zum Schluss noch wieder so ein bisschen angestiegen. Ja, zu der Zeit war eine Antibiotika-Behandlung angesagt für 4 Wochen. Und die hat mich auch sehr belastet. Bei aller positiven Wirkung gegen diesen blöden Zeckenbiss. Da musste ich im Moment mal mit diesem Intervallfasten pausieren. Und das hat dann diesen Effekt. Also hier Ereignisse, die bringen manchmal die Kurve durcheinander. Das muss man wissen und darf sich nicht beunruhigen lassen durch so etwas. Weitermachen, optimistisch den Weg weitergehen. Ja. Dann klappt das auch. Da bin ich ganz sicher. Wie aktiv er war, zeigen die Protokolle seines Aktivitätsmessers. Das Ziel war 5-mal die Woche 30 Minuten Sport. Der Blick auf Ihr Aktivitätsprotokoll macht ja richtig Freude. 5-mal 30 Minuten, das ist Minimum mittlerweile bei Ihnen. Ja. Toll. Ja. Das sehe ich selten. Ja, macht ja auch Spaß, neuerdings. Ich habe es auch geschafft, das in den Alltag einzubauen. Der Weg von und zur Arbeit mit dem Fahrrad, die Hunderunde am Morgen. Klasse, das ist Ihnen wirklich super gelungen. Wichtig ist dieses Wir dabei. Mhm. Wenn man das zu zweit macht, ist die Chance auf Erfolg, so sehe ich es an mir selber, viel größer, weil man das Thema teilt. Und das ist natürlich ein wichtiger Förderfaktor, wenn die Frau mitzieht. Ja. Dann klappt das auch, ne? Genau. Weniger Gewicht, mehr Bewegung.
Hat sich dadurch seine Pumpleistung verbessert? Das untersucht Kardiologe Frank Krümel mit dem Herzecho per Ultraschall. Man sieht jetzt hier eine Besserungstendenz. Beim letzten Mal hatten Sie eine Pumpfunktion von 36%. Die ist jetzt auf 41% gestiegen. Das ist ja klasse. Ja, dann muss man einfach hartnäckig bleiben. Okay. Weiter Sport, weiter Ernährungsumstellung. Dauerhaft. Genau so ist es. Die sportliche Basis dafür ist geschaffen. Thorsten Wendt hat sich, zusammen mit den Nachbarn, einen Fitnessraum zu Hause eingerichtet und so auch eine Lösung für den Winter gefunden. Das ist für mich ein guter Gradmesser zu wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das macht ein gutes Gefühl. Schon jetzt hat sich die Prognose der Herzschwäche und die Lebensqualität enorm verbessert. Und das nur durch die Kombination von Ernährungstherapie und Sport.